Ja, teuer oder günstig, es geht heute um Haarprodukte. Und zwar um ein ganz bestimmtes, nämlich die Haarkur. Und ich weiß, es ist immer so eine Sache, wenn man zum Friseur geht. Und ich kenne das ja bei mir auch, wenn die Kunden kommen und fragen, können Sie mir eine Haarkur empfehlen? Ist dann immer so die Sache, Haarkuren sind oft sehr teuer, also meistens beim Friseur so ab die, ja, 15 Euro aufwärts, 20 Euro, 25 Euro ist meistens so der Schnitt. Und dann ist immer die große Frage, lohnt sich das für mein Haar oder einfach nicht? Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass es so ein bisschen drauf ankommt. Also man muss genau zwei Dinge unterscheiden. Ich zeige euch mal ganz kurz meine zwei Haarkuren, die ich habe, dass ihr mir auch glaubt, dass ich wirklich eine High-End-Haarkur habe. Ich glaube, sie kostet 25, 27 oder so Euro irgendwo da. Pendelt sich das ein, auf jeden Fall über 20. Und diese hat 3 Euro noch was. Aus dem DM habe ich die gekauft. Das ist die L'Oréal El Vital Repair SOS und so weiter und so fort. Und das ist die Age Recharge von Kérastase. Und ich benutze die beide sehr, sehr gern. Und ja, jetzt kommen wir zu dem großen Unterschied. Also, wann sollte man denn sich eine, ja, teure Haarkur kaufen? Und zwar dann, wenn ihr wirklich Riesenprobleme mit euren Haaren habt. Das ist so der einzige Grund, wo es sich wirklich lohnt zu sagen, okay, ich gebe Geld aus. Ansonsten muss ich wirklich sagen, reichen die günstigen ja, Haarkuren auch. Also wenn ihr normales Haar habt, wenn ihr ab und zu mal eure Haare tönt oder ja, da mit dem Glätteisen dran geht oder so, reicht es vollkommen aus. Dann könnt ihr wirklich das nehmen, wonach euch ist. Aber wenn ihr einfach merkt, ihr benutzt Haarkur und es pflegt nicht mehr, ihr merkt keinen Unterschied, dann ist es Zeit, zu wirklich etwas hochpreisigeren Dingen zu greifen. Ihr müsst nicht immer gleich über 20 Euro ausgeben. Es gibt auch Haarkuren so um die 8 Euro, 10 Euro, 15 Euro. Und ja, also desto strapazierter und kaputter eure Haare sind, desto mehr lohnt sich es wirklich, das Geld zu investieren in eine gute Haarkur. Das ist nun mal leider so. Es ist ja nicht umsonst, ich meine, wenn so eine Haarkur 2 oder 3 Euro kostet, kann da auch nicht viel drin sein. Und das ist ja wie mit allem. Und deswegen, wenn ihr wirklich stark strapazierte Haare habt, nach dem Blondieren oder nach, ja, wenn ihr die wirklich jeden Tag glättet oder keine Ahnung, wenn ihr die ständig färbt, umfärbt und was weiß ich was damit macht oder blondiert, wie gesagt, Strähnen, Blondieren, alles das gehört dazu, dann lohnt es sich schon mal eine teure zu kaufen. Und ich habe diese zum Beispiel letztes Jahr im September mir gekauft. Ich kann euch ganz kurz zeigen, wie viel da noch drin ist. Und das ist wirklich viel. Also ich habe noch nicht mal die Hälfte weg. Eventuell ist es jetzt ein Drittel, würde ich sagen, so vom Gefühl her. Und ich benutze diese Haarkur ja, hauptsächlich direkt nach dem Färben. So die ersten ein bis zwei Male, wenn ich eine Kur mache, benutze ich die teure Haarkur. Wenn ich merke, mein Haar hat sich wieder beruhigt und es braucht nicht mehr ganz so viel Pflege, beziehungsweise nicht mehr diese hochwertigen Sachen, dann nehme ich die günstige. Ich habe schon alle möglichen Haarkuren durch aus dem DM. Also wirklich, ich rieche dann meistens dran und nehme das, was gut riecht. Und auch immer die, wo meistens Repair draufsteht. Und es ist einfach so, wenn ihr teure Haarkuren benutzt, ihr merkt schon eine sehr, sehr gute Pflegewirkung. Ihr müsst halt einfach auch euch beraten lassen, dass ihr die, also die richtige Haarkur für euer Haar einfach auch kauft. Und wenn ihr dann eine günstige kauft und die dann zwischendurch benutzt, so wie ich das auch mache, dann ist das vollkommen in Ordnung. Also ich benutze die teure nicht jedes Mal, weil sonst wäre die natürlich auch schnell leer und das wäre schade. Also auf jeden Fall als kurzes Fazit nochmal, teuer, ja, wenn eure Haare wirklich sehr, sehr, sehr geschädigt sind und wenn die Haare dann wieder etwas gesünder sind, dann könnt ihr wirklich das nehmen, wonach euch ist. Und könnt dann wirklich auch ein günstiges Produkt nehmen. Das ist leider so. Und ja, wenn ihr Erfahrungen mit teuren Haarkuren gemacht habt, beziehungsweise ja, wenn ihr irgendwelche empfehlen könnt oder wenn ihr irgendwas noch zu dem Thema Haarkur zu sagen habt oder Fragen habt, dann schreibt bitte unten in die Kommentare. Und ich weiß, das ist immer alles Ansichtssache und es gibt sehr viele Leute, die teure Haarkuren hatten und ihnen gesagt haben, das hat überhaupt gar nichts geholfen. Was meistens einfach daran liegt, dass es die falsche Kur fürs Haar ist. Und ja, das ist leider so. Das muss man auch jemanden erwischen, der einen da auch einfach gut beraten kann. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit und ja, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!